der letzten Sessions dieses wundervollen Joomla-Tag Deutschlands 2015. Ich mache die Session auf Deutsch, bin aber Holländer, also vergib mir meine Rechtschreibung und irgendwelche Fehler. Es sind viele Slides, ich habe auf einer Stunde mindestens mich eingerichtet, habe aber gesehen, dass es nur 45 Minuten sind. Also es geht ruckzuck. Ich bin der Marco, Mitgründer und technischer Direktor von Virya Group, Mitglied des PLTs, Nerd, Liebhaber des guten Dinge des Lebens, liest halt. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz den Inhalt von meiner vorigen Session wiederholen, ganz kurz, ganz schnell, was die Vorteile von SVGG sind, und dann geht's rein in die Tiefe. Also, warum wird man SVG brauchen? Es ist skalierbar. Man kann das auf beliebige Größe, auf Smartwatches oder auf einer ganzen Leinwand projektieren, ohne dass man etwas mit den Source-Dateien machen müsste. Es ist pixel-perfect. Es wird dann aber auch gut gerendert. Das ist nicht wie so ein 80er-Jahren-Videospiel mit Blöckchen und Klötzchen. Nein, das sieht toll aus, denn das Rendern macht der Browser für die Datei. Also entweder ein Smartwatch, um das ganz klein zu machen, oder weiß ich was, ein 4K Retina Display, sieht dann ganz toll aus. Man hat mit SVG prinzipiell die Kontrolle über was man ausgeben kann. Also wenn man eine PNG- oder JPEG-Grafik hat, dann ist es, was es ist. Mit SVG kann man auch Teile der Grafik entweder einfärben, animieren, zeigen, verbergen, ganz viele Sachen. Also in dem Sinne ist schon toll. Animieren habe ich schon gemacht. Es bringt Ihre Grafik zu Leben. Es gibt ein paar relativ einfache Tools, um Grafiken zu erstellen. Sketch auf Macintosh. Inkspace ist ein Open Source Programm, das läuft auf jeder Plattform, ist auch gratis. Ups. Illustrator von Adobe, das kennt wohl auch jeder, aber es zahlt sich. Und gibt ein Web-based Tool von Google, nennt sich SVG Edit, da kann man auch einfache Sachen damit machen. Zum Dateiformat. Skalierbare Grafiken sind, Vektorgrafiken sind eigentlich nur eine Textdatei. Von der Struktur aus, ich fürchte, dass das Bild zu klein ist, um das auch hinten lesen zu können, schade, sieht sich eigentlich ganz fast genau wie eine HTML-Datei aus, also oder XML-Datei mit gleicher Struktur. Es gibt da, wie in HTML, gibt es da so Sachen wie Rectangle, macht halt ein Viereck, Zirkel, Polygone, Ellipse. Man hat halt einfache Elemente, die man zeichnen kann. Und man kann sich Sachen stylen mit CSS, kann einfach CSS einbinden. Aber es geht auch noch komplexer. Wie kann man die Grafiken halt verwenden? Als Bild einbetten in der Page oder injizieren, habe ich das genannt. Es gibt noch mehrere, aber ich habe jetzt mal diese drei rausgenommen. Als Bild, ja, ich fürchte, es ist wieder zu klein, sagt man einfach Image wie eine JPEG-Datei und referiert dann das SVG. Einfacher geht halt nicht. Hat aber seine Grenzen, indem man nicht Teile der Grafik einfärben kann, man kann sie nicht animieren, aber es hat wie ein Bild, aber geht ganz einfach. Man kann das einbetten, nenne ich das mal, man nimmt den Source Code des SVG, hier zwischen den SVG-Tags, und kopiert den einfach in die Webpage rein, in einen Div, und dann fängt der Spaß an. Man kann dann, genau wie man
von normalen HTML und CSS gewohnt ist, Teile einfärben. Also hier Load, also das ist ein Selector und sagen wir Fill Light Blue. Also das Viereck wird dann blau wiedergegeben. Dieses ist nicht blau, der Code, glaub mir. Schon einfacher, schon mehr powerful, aber hat den Nachteil, dass wenn man die gleiche Grafik auf mehreren Stellen sich nutzen möchte, dann hat man Unterhaltprobleme. Ist also nicht sehr bequem. Dann die nächste Option, die ich bevorzuge, ist, was ich dann genannt habe, injizieren ins DOM, in Document Object Model. Also damit da wird es Teil des Pages, aber das geht nicht ohne Tricks, da muss man ein wenig JavaScript gebrauchen. Im Endeffekt hat man dann etwa den gleichen Effekt wie hier, als hätte man das auf der Page eingetippt. Man kann hier in die, Beispiel eine spezielle Class zu dem Image machen. Die wird dann vom JavaScript erkannt und die JavaScript liest dann die SVG-Datei und fügt sie ins DOM rein. Man kann sie dann auch über CSS manipulieren. Ein Tool, das man dafür nutzen könnte, wäre SVG-Injector von UseIconic. Ist MIT lizenziert, kann man sie hier runterholen. Und um dann die Grafiken zu laden, braucht man nur dieses Snippet am Ende des Pages einzufügen, sagt dann my SVG to inject documents, query selector all, image inject me, also das war der CSS-Selector, den wir uns ausgewählt haben. Und dann sagt man do injection und dann sucht sich das JavaScript den ganzen Page durch und erfasst alle Images mit dieser Class und dann injiziert sich das. Man kann auch, was noch viel komplexer machen, damit man auch Fallback hat auf Images. Wenn man zum Beispiel ein Fallback haben möchte für Internet Explorer 8 oder niedriger, denn das wird nicht unterstützt. Bitte? Why should you use JavaScript? Why not just use CSS? You can't use here. It's an image, and you cannot access, man kann nicht den Inhalt des Bildes, Entschuldigung, kann nicht an den Inhalt des Bildes kommen. Hier beim Embedden kann man am Inhalt des Bildes kommen, weil man tippt den Code in das Page rein. Hier verheiratet man die zwei Techniken, also man definiert es als Bild und das JavaScript sorgt dafür, dass es eingebettet wird in DOM, also die Struktur. Und das geht halt nicht ohne JavaScript. Das geht halt nicht. Mal eine kurze Umfrage. Ein Beispiel. Wenn wir jetzt uns mal vorstellen, man hätte 6 verschiedene Bilder und Vorstellungen dieses Logos, also in Blau, in Grün, verschiedene Größen. Da hat man hier sehr subtile Gradiente, die sieht man auf dem Beamer nicht, aber von guten Bildschirmen sieht man das. Wenn ich jetzt, sind auch verschiedene Texte. Zur Performance. Was würde es kosten, im Sinne von Dateigröße? Das ist ein Kostenaspekt eines Images und von der Anzahl der HTTP-Requests, HTTP-Anfragen. Denn jedes Image, das man laden muss, ist ein HTTP-Request, das sind ja auch Kosten. Ich nehme Suggestionen zu. Sag's mir, wie viel Kilobyte, wie viele Requests, wie teuer ist das? Wenn ich die Grafik hier in verschiedene Größen, auf verschiedene Plätze meiner Website haben möchte. Ja, sag's. Könntest du mit einem Kilobyte auskommen, mit Glück?
Ja, aber ein Kilobyte. Okay, dann. Ja, kommt mal an, wie gut man das komprimieren kann. Okay, du bist sehr optimistisch. Die Figuren sind da. I think 8.6 Kilobyte. Ist, normalerweise kriege ich viel höhere Zahlen. Wenn man das sich ein JPEG macht mit Gradienten und verschiedenen Farben, dann ja, ist schon sehr optimistisch, um das in ein Kilobyte reinzubekommen oder überhaupt 8. Normalerweise sagen die Leute dann ein paar hundert oder Megabytes. Das ist kein gutes Publikum. Ich hätte besser instruieren müssen. Also für 5 Bilder, man kommt mit 2 HTTP-Anfragen zurecht. Also ein Image, denn man kann die gleiche Datei benutzen für die verschiedenen Farben, verschiedene Auslegungen. Ein JavaScript-File, da muss noch was CSS drin, dann also nur die CSS-Größe wäre dann schon 2,3 Kilobyte. Und komprimiert kommt man dann auf 23 Kilobyte für die ganzen Images, was dann doch schon sehr klein ist und PageSpeed sehr zugute kommen würde. Ihr könnt das alles jetzt nochmal nachlesen, das war eine komplette Präsentation auf der JAB ein paar Jahre zurück. Hier könnt ihr es nachlesen mit Sample Code und mehreren Vorbildern. Und dann gehen wir jetzt mehr in die Tiefe. Ja, ich warte mal, bis das Foto genommen ist. Auf welchem Browser läuft das denn, wenn ich das jetzt mal mehr nutzen möchte? Also wir haben schon gesehen, Basis SVG, das ist ein Ausschnitt der Webseite Can I Use It? Ja, ist eigentlich grün über die ganze Breite. Nur Internet Explorer 8. Gut. Ja, Pech. Also da würde ich mal sagen, ohne Risiko kann man dann, haben wir schon gesagt, das Inline-HTML, also das Embedding, Filtering, so Sachen machen. Man kann auch SVG als Background-Images benutzen, man kann Effekte machen, man kann schon ganz viel machen. Mit einigem Risiko, also das heißt dann nicht von Internet Explorer 9 unterstützt, gibt es dann zum Beispiel Smil-Animierung, komme ich noch weiterhin darauf zurück, spezielle Filtereffekte, wie man auch in Photoshop sieht, mit Hue und man kann eigentlich schon fast alles machen, was Photoshop kann mit einem Bild, Hue, Saturation, einfärben, weiß ich wie was. Also das geht dann auch auf Fotos. Aber ja, man sieht, Internet Explorer ist der Dealbreaker. Ja, Opera Mini, ja, das könnte mich weniger interessieren. Blending, also Überlagerung, Fonts, Favicons hat sich nur in Firefox. Also zusammengefasst, Verwendung von SVGs macht Spaß, aber es ist kein Plug-and-Play. Einiges Brainpower ist schon erforderlich. Man muss nachdenken, kann ich das jetzt nutzen auf meiner Seite? Und ja, es ist nicht ja, ganz einfach. Man muss sich schon mal Gedanken machen. Bis jetzt Fragen? Ja, Peter. Yes. Wants to send emails with Acumail or something like that. Is it safe to use SVGs in emails? I don't know, but I don't think so. But ich denke aber nicht. Entschuldigung. So, also lass mal ausprobieren. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wenn wir jetzt weitergehen. Das SVG einbinden, wir haben jetzt gesagt, nur das einzige SVG, aber SVG ist hat viel mehr drin. Jetzt wird es ein wenig schwierig, denke ich.
Also wie kann man sich ein SVG vorstellen? Am besten, ich habe gesagt, okay, wir haben hier eine Leinwand. Die ist unendlich groß. Und dann gibt es das Konzept Viewport. Das ist halt das Fenster, durch den wir auf die Leinwand schauen. Das Koordinatensystem, kennt ihr vielleicht, ist dann nicht, was wir vom Matheunterricht noch kennen könntet. Das X geht zwar in die korrekte Richtung, aber irgendwie haben die gedacht, das Y soll nach unten gehen. Okay, muss man sich dann halt merken. Das nächste Slide geht zur Viewbox, was man dann innerhalb des Fensters sehen kann. Die Definition ist schon schwierig. Lest, aber es kommen noch Vorbilder. Also wenn ihr es, ich habe schon dutzendmal gelesen, bevor ich es dann geschnallt habe. Also schon schwierig. Also die Viewbox, das ist der zweite Parameter, den man einem SVG mitgeben kann, hat vier Parameter, das Minimal X, Minimal Y, Breite und Höhe. Die haben also kein deutsches Äquivalent. Die Breite und die Höhe definiert, wie die Leinwand beschnitten, gekroppt wird oder erweitert wird. Man kann sich das am besten denken, dass man das Gemälde auf einen Plastik- oder elastischen Leinwand hat, und das kann man das ausziehen in Richtungen, damit es skaliert, um in das Fenster zu passen. Also das wird dann aufgezogen, so hier, und das wird dann aufgezogen, damit es gerade im Fenster passt. Es basiert auf dem Koordinatensystem bevor der Transformation. Also, man könnte das vergleichen, würde man den Abstand zum Fenster ändern. Wenn man zu Hause aus dem Fenster guckt und man steht ganz weit weg, dann sieht man nur einen Abschnitt ganz in der Ferne. Geht man zum Fenster hin, dann öffnet sich halt die Welt, denn man kann auch mehr links und rechts sehen. So in etwa könnte man sich das mit der Breite von der Viewbox vorstellen. Mit Minimal X und Minimal Y kann man dann noch den Ausschnitt sich auswählen, also welcher Ausschnitt man nimmt. Man könnte das vergleichen mit Sprites, wo man auch definiert, welches Sprite man dann nimmt. Lest es im Nachhinein nochmal durch. Jetzt kommen die Beispiele. Und hoffentlich wird es etwas sinnvoll. Also okay. Wir haben jetzt eine Viewbox mit gleichem Seitenverhältnis. Also ein 800-600 Bild. 800 in der Breite, X, 600 Y. Wenn ich da jetzt, also das wäre das Fenster, wenn ich jetzt das Viewbox auf 400, 300 stellen würde, habe ich hier das 400, Ausschnitt 400, 300. Wenn ich das ausschneiden würde und dann ziehe ich das aus, dann bekomme ich in dem Fenster dies. Macht das Sinn? Ich dürfte auch Nein sagen. Das ist das einfach. Also man kann eine kleine Grafik reingeben und damit einen Teil rausnehmen und vergrößern. Wenn ich jetzt das gleiche Vorbild nehme und dann noch den Ursprung mich versetze, gehe ich hier um 100 Pixel nach rechts, sonst sind die blauen Pixel, das ist das Originalkoordinatensystem. Gehen wir nach rechts und die 50 Pixel gehen wir nach oben. Und damit kann ich das, den Papagei jetzt im Bild rum spazieren lassen. Wenn ich jetzt eine Viewbox habe mit einem unterschiedlichen Seitenverhältnis,
Also das ist 4:3 im Originalfenster. Und hier ist es 2:1 im Viewbox. Wenn ich jetzt mein Tuch, meine Leinwand aufziehen möchte, dann kann ich nicht weiter aufziehen. Ich kann sie nur in gleicher Weise aufziehen. Aber das Aufziehen hört auf, wenn ich die Ränder berühre, die Seiten berühre. Also die längste Seite wird als erstes die Seiten berühren und dann kann ich nicht weiter ausziehen. Also hier wäre das die 400, die kann ich dann einen Faktor 2 ausziehen. Und weil ich jetzt dann dies kann ich nicht so weit ausziehen, dass es auch die Füße des Papageis zeigt. Also dann hört es da auf. Da habe ich einen Ausschnitt. Seid ihr noch dabei? Ja. Könnt ihr auch im Nachhinein nochmal fahren. Gibt eine Prüfung. Ja, kann man einen Kuli gewinnen. Oder eine Visitenkarte. Die habe ich mehr dabei. Also in der vorigen Slide war das schon, da habe ich es vergrößert. Man kann aber auch die Viewbox größer machen als das Originalfenster. Dann zerquetscht man das Bild, es wird halt kleiner. Aber das Gleiche geht dann hier. Ich kann das zerquetschen, bis die längste Seite hier zweimal die 800, zweimal in 1600 passt. Aber dann ja, habe ich nur Teil der Totalgrafik hier. Es gibt aber noch ein, und das hat sich dann zentriert. Es gibt einen Parameter, der sagt, okay, wie soll das, soll sich das haben? Also in der Mitte, oben, unten. Was ihr hier jetzt seht, ist ein Ausschnitt aus dem Tool, das gibt es im Internet, da kann man damit rumspielen. Zeige ich später schon mal die URL. Und wenn man damit spielt, fängt es an zu leben. Wir haben jetzt die langste Seite passend, aber man kann auch sagen, ich schneide das ab. Dann kann ich die Leinwand aufrecken bis die kürzeste Seite. Dann kann ich das über den Rand des Bildes hinausziehen, bis die kürzeste Seite anliegt. Also das wäre dann hier und damit ja, schneidet man den Kopf ab des Papageis und dann wird es halt größer. Man kann auch noch ein unterschiedliches Seitenverhältnis sich anzeigen lassen. Und dann wird das Bild halt, sieht sich halt wie ein aufgeblasener, weiß ich was, mehr ein Huhn oder ein, weiß ich was, ist halt kein Papagei mehr. Da werden alle Seiten passend gemacht, wenn ich das aufziehe. Also, hier Sarah Sweden, das ist eine sehr talentierte Frau aus irgendwo im Fernen Osten, Nahen Osten. Die hat so eine schöne interaktive Demo gemacht. Die hat das nur mit dem Papagei. Ich habe zum Thema dem Papagei ein Joomla-Logo verpasst. Hat mir halt gefallen. Okay, jetzt wissen wir halt, wie wir Teile einer Grafik, SVG-Grafik, uns aussuchen können. Da kann man mit Zoom, Pen, schöne Dinge machen, auch zu animieren. Jetzt aber zu, wie können wir dann Teile der Grafik uns anpassen? In SVG gibt es da unterschiedliche Benennungen, wie wir von CSS kennen. Also Fill ist die Füllung, also Farbe. Stroke ist die Breite der Pinsel, will ich mal sagen. Font, ja, okay, Font ist Font.
Color kann man dann auf Font oder Stroke sie belegen, macht dann die Farbe. Visibility kann auch Hidden oder Non sein, aber das ist dann halt nicht Display. Stroke Width. Also es gibt eine ganz lange Liste. Kann man sich nachlesen, wenn man möchte. Aber das Blöde daran ist, diese Präsentationen gehen auf dem Tag selber. Und vom HTML her aus sind wir gewohnt, dass man, was man mit Inline-Styling macht, ja, das hat halt recht. Da kann man mit CSS normalerweise nicht drankommen. In SVG ist es aber anders. Diese Presentation-Attributes, die werden überruled von alles, was man in meinen Style-Sheet oder extern referiert. Also die haben eine niedrigere, sind weniger prominent als die anderen. Das muss man sich vor Augen halten. Also, ja, schon zu weit weg, aber hier steht ein Zirkel mit viel Blue. Vielleicht können die Leute auf der ersten Reihe das lesen, aber bestimmt nicht weiter weg. Und dann hier oben Stil, Zirkel, Fill, Red. Und dann sieht man, Red gewinnt, der Zirkel ist rot. Und nicht blau, wie man vielleicht denken würde, weil das ist halt, wie man es hat in CSS. Das hat man dann mit Embedding, weil hier haben wir jetzt, oder mit Injection. Wenn wir, kommen wir später noch zurück, man kann auch eine Art Bibliothek-Elemente haben. Und da wird schon ganz schwierig, denn wenn ich die, hier sage ich Use, also gebrauche einen Zirkel und referiere dann Zirkel 1, das obrige hier. Das ist blau. Sage, Zirkel wird rot, aber ich kann das Use-Element kann ich hier nicht zupassen. Ich kann das dann nicht ohne Tricks, will ich mal sagen, einfärben. Ich komme später noch darauf zurück. Ich habe Tage darauf ge... Für welches Beispiel ist das jetzt? Für die Injection? Das ist, geht für Injection und Embedding. Denn beide, das sind die einzigen zwei, wobei man die CSS-Attribute manipulieren kann. Beim Image kann man das nicht. Nee, das Image wird hier, ja hier, Image use 1.php, also 1.png habe ich da geladen. SVG müsste es eigentlich sein. Kommen aber später nochmal zurück in etwas aufwendigeres Vorbild. Bibliotheken, man kann eine Devs-Section machen in einem SVG, indem man sich Elemente vordefiniert, die man dann auf einer Page oder in einer Grafik weiter nutzen kann. Das, was in einem Devs-Block definiert wird, wird definiert, aber nicht angezeigt. Man kann auch ein Symbol nehmen, das ist, verhält sich gleich wie ein Dev, aber hat auch noch die Möglichkeit, ein Viewbox, einen Title und eine Description Tags zu redefinieren. Das würde ich dann anraten, das mehr zu gebrauchen, denn das ist mehr, da hat man mehr davon. Hier gibt es dann schon ein etwas besseres Vorbild von Use, aber wird schon schwer zu lesen sein von ganz hinten. Also hier das Logo, das wir schon gesehen haben. Man sieht, dass das jetzt hier eigentlich gespiegelt ist. Dann könnte ich mir jetzt im Logo könnte ich mir alle Teile zeichnen. Oder ich sage, wie ich hier gesagt habe, okay, ich habe Brandmark Petals. Petals sind also die Blätter einer Blume. Und hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Elemente. 1, 2, 3, 4, 5.
Da gibt es auch ein separates Teil, das steht hier unten. Wenn ich die definiere, auch mit einer Gradiente und weiß ich was, dann kann ich hier unten sagen, wenn ich, um das Logo anzuzeigen, zeige mir mal das Logo normal an. Das zeichnet dann hier oben. Und zeige mir nochmal das Logo an, aber transformiere es, rotiere es um 180 Grad um den Mittelpunkt. Also ich nehme das, rotiere es und dann wird es eingesetzt. Also um das zweite Teil zu zeichnen, brauche ich nur diese Zeile. Man kann sich ausdenken, das kann man sehr weit erweitern, dieses Prinzip, und dann auch sehr effektiv arbeiten. Hier nochmals, das Styling des Use scheitert. Hier Devs Circle, hier wird der Zirkel definiert. Das Bild und hier nochmal referiert, aber ich kann die orange Farbe dann nicht setzen. Das geht halt nicht. Was uns helfen würde, wäre, wenn CSS-Farbvariablen, also Color Variables, ich weiß nicht, hier habe ich schwer getan, was zu übersetzen und was im Englischen zu halten, aber ich glaube, das geht euch genauso. Ich basiere mich da auf die Unterhaltung mit dem Nils, da haben wir auch für unsere Joomla-Präsentation, okay, was macht man denn, bringt man in Deutschen und was behält man in Englischen. Die Farbvariablen sind im normalen HTML, würde ich mal sagen, eigentlich überflüssig. Denn ich denke, ihr alle benutzt jetzt oder entweder Less oder Sass oder weiß ich was, da kann man sich die Variablen definieren, damit das CSS kompiliert. Da gibt es schon eine Lösung dafür. Aber sie sind ein Segen für SVG, damit man die Farben vom normalen DOM im Shadow DOM reinbekommt, also das injizierte DOM, das nennt sich Shadow DOM. Und dann kann man so ein Element mit Namen Primärcolor als Orange definieren und dann Fill-Attributes auf Primärcolor setzen. Nur Firefox unterstützt das jetzt zurzeit. Edge hat Microsoft gesagt, okay, wir machen das im Backlog, das wird wohl reinkommen, aber ist noch nicht. Komme ich jetzt zu Composing, zur Zusammenstellung des Bildes. Wir haben schon eine einfache Variante gesehen, indem wir das Logo mit den Blättern uns rotiert haben und dann ein Logo komponiert haben. Diese Webpage mit all diesen Präsentationen, das sind alles Variation einer einzigen Datei mit CSS, die über CSS manipuliert wurde. Da hat man das große Logo, da hat man das große Logo hier und dann die Diamant-Logos hier in einer Dreiecksformation. Man hat sie hier mit schönen Zirkeln, ohne Zirkeln, halt ganz viele. Wenn man das uns dann betrachten, etwas näher betrachten, dann zeigt sich das, okay, hier haben wir Icons, SVG, also das ist alle die gleichen. Das hier ist nur der Text, damit ich das sehen konnte. Und hier sage ich, inject me, das kennen wir ja, um das ins Shadow DOM reinzukopieren. Dann dia wäre dann Diamanten. Con SEO Host CMS wäre Consulting, SEO Hosting Training CMS. Also das ist halt das verschiedene Icon. Und dann hier die Icon-Klasse, Icon 1, weiß ich was. Und dann bekommt man sowas. Icon 1 sieht so aus. 2 sieht so aus. 3 sieht so aus und dann sieht man auch, die habe ich dann hier auch noch ein wenig, man sieht dieses größer als dieses,
also das Buch, was drin ist. Das geht hier nicht zum Rand. Hier sieht man, ich habe das Bildchen intern nochmal verschoben nach links oben und dann noch skaliert, etwas vergrößert, dass ich das alles ganz schön an der Standardgröße des Icons sich anlegt. Und hier ist dann die vierte Präsentation, 1, 2, 3, 4. Also mit ein paar Klassen kann man da schon ganz schön vieles machen. Ich habe schon versprochen, dass man den Browser überlisten kann, will ich mal sagen. Dafür müsst ihr auch, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt, auf der Webseite steht der richtige Code oder der komplette Code. Aber hier kann man dann, mit einem Preprozessor geht das relativ einfach dann, sich spezielle Definitionen für Internet Explorer und Chrome hinlegen. Die visieren dann die Devs an. Dann gibt es spezielle Codes für, auch etwas Spezielles für Firefox. Hier und hier unter wiederholt sich. Wenn man das dann macht, dann kann man dann auch die Farben der Devs setzen. Aber ja, das haben wir schon rausgefunden, aber ja, es ist halt schwierig. Jetzt wissen wir, wie wir die Sachen manipulieren können. Was können wir noch mehr machen? Man kann zum Beispiel ein Fremdobjekt einbinden, einziehen von Elementen aus nicht lokalen Namespaces, dargestellt von einem anderen User Agent. Ja, ein ganzer Mund voll. Das bedeutet einfach, dass ich hier ein Foreign Object habe, in einem Viereck, das grüne Dings, und da mache ich dann mein normales HTML rein. Ich kann da normales HTML reinkopieren und das ist dann halt eine Art Mini-Webpage in meiner SVG. In einem meiner Projekte habe ich dann hier Joomla-Text-Tags reingegeben, Language-Strings, mit einem Custom-Plugin und dann kann ich dieselbe Datei wiedergeben mit in diversen Sprachen. Denn das JTAG wird dann gerendert und dann kommt dann da rein. Und also man kann schon schön damit spielen. Animieren, also Native von Haus her hat das SVG eine sehr, sehr kräftige Sprache, die nennt sich SMIL, aber die wurde nicht von Internet Explorer und wird nicht von Internet Explorer unterstützt. Und Chrome unterstützt die zwar, aber das wird diskontinuiert, also die machen nicht mehr weiter. Man sieht jetzt, dass die CSS-Spezifikation erweitert wird, um Darstellungsattribute zur Verfügung zu stellen, die noch nicht da sind. Zum Beispiel kann man die Viewbox nicht über CSS manipulieren. Also man kann da nicht mit Pennen und Zoomen und so ganz tolle Sachen machen. Man kann auch kein, was man in SVG machen kann, ist ein Objekt über eine Linie sich bewegen lassen, die man selber definiert, Animate of an Object. Was gibt es noch mehr? Wollte noch was sagen. Aber das wird jetzt alles langsam in CSS dazugefügt und damit wird die SMIL wird dann halt überflüssig. Was ich noch nicht gesehen habe, ist, was ins SMIL geht, dass man sagt, okay, ich habe eine Animation und die folgt dann auf einer anderen Animation mit bestimmten Konditionen, wie man halt in einer PowerPoint-Präsentation machen kann, sagt man, oh, ein Klick oder weiß ich was. Also wir haben schon noch einen Weg zu gehen, um das ganz unabhängig von JavaScript zu machen, aber
Microsoft, was man vielleicht nicht erwarten möchte, würde, hört jetzt auf ihre Benutzer, wo sie früher sagt, okay, wir machen das, folgt uns, hören die uns jetzt zu, und viele dieser Funktionalitäten sind jetzt im Backlog vom Edge, sind noch nicht drin, aber es müsste eigentlich gehen. Also bis zu dem Zeitpunkt haben wir nur ein JavaScript, um diese Sachen zu machen. Wenn man dann animieren möchte, dann gibt es auch Bibliotheken, die das injizieren machen und die dann auch das Animieren einfach machen oder einfacher machen. Snap ist so ein, die wird von, ist Open Source, aber wird von Adobe unterstützt. GreenSock ist noch ein anderes, ich benutze dieses. Da kann man dann einfache oder komplexe Animationen machen mit einfachen Mitteln. Diese Uhr habe ich zum Beispiel für Jab gemacht, hier in Beyond. Und wenn man da ganz genau hinsieht, dann sieht man noch, dies war das Original, aber ich glaube, das hat die Chiara dann gemalt. Und da sind die Sekundenstriche, die sind nicht ganz zentriert. Ich bin richtig, wie soll man sagen, anal, dass das dann alles korrekt sein soll. Und ich habe das dann umgeschrieben, habe nur ein einziges Tick gezeichnet und habe das dann 60 Mal kopiert. Und dann ist es ganz schön. Zeigt sich alles aufs Center und dann ist die Welt wieder heil. Und ich bin wieder froh. Dies ist eine Webseite, die könnt ihr auch anschauen. Ist noch ein wenig in Entwicklung, aber es ist eine Webseite, die ich für einen Verein gemacht habe. Das ist Deutsch, also Jüngere Edukatie seltsamer Ziekte. Translates to Youth Education Rare Diseases. Also Jüngere... Jugendkrankheiten, seltene Krankheiten, blablabla. Also da haben wir mit die Chiara Aliotta hat das alles gezeichnet. Die Kinder können den Ballon sich zeigen, die Eule bewegt sich hin und her. Wenn dann der Ballon auf die Eule gezogen wird, dann öffnet sich, oder hier auf dem Tannenbaum, öffnet sich die Hand, dann kann man drauf klicken, dann kriegt man eine Entschuldigung? Ja, aber wenn wir noch Zeit haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, möchte ich jetzt irgendwie mit anfangen? Ressourcen, flaticon.com, da gibt es ganz viele einfache Icons mit Händchen, Häuser, Telefone, Sternchen, weiß ich wie was, sind dann zu benutzen. Ist das ähnlich wie Font Awesome? Entschuldigung? Font Awesome? Ja, Font Awesome ist auch auf SVG basiert, aber ist halt als ein Font wiedergegeben. Dies sind einzelne Grafiken, die man dann benutzen könnte. Die kann man sich in einer SVG zusammen kopieren, die man dann nutzen würde auf der Webseite. Kann man das dann kopieren, über CSS selektieren. Hat man halt sowas wie sein eigenes Font Awesome. You can save Font Awesome icons? As SVG, ja. Ja. Ja, es gibt über viele Wege, die nach Rom leiten, aber ich kann nur wenige jetzt hier anzeigen. Wenn ihr selber SVGs bastelt, testet sie, validiert sie, dass sie zumindest syntaktisch korrekt sind. Validator w3.org kann man sich die Datei hochladen und da sagt sie, ob es wenigstens syntaktisch korrekt ist. Ob es dann semantisch korrekt ist und das anzeigt, was ihr wollt, das ist schon eine zweite Sache. Das kann man dann nicht garantieren. Aber syntaktisch ist es halt korrekt dann. Man kann auch zum Beispiel ein Bild, das man aus Photoshop sich oder Illustrator sich generieren lässt, das ist schon ganz aufgeblasen. Also da werden zum Beispiel die
Zirkel und Vierecke mit 12 Stellen hinter dem Komma wiedergegeben, ist halt viel zu viel. Es gibt auch noch viele andere Sachen, Kommentare, weiß ich, was da drin steht, die man eigentlich kaum nützt. Da gibt es ein ganz gutes, tolles Tool, SVGO. Das gibt es als, das ist ein Gulp und Grunt, Node.js is something, das kann man als Gulp oder Gruntans einsetzen in seinem Workflow, wenn man das beherrscht. Aber es gibt auch seit Kürzen eine ganz schöne Webseite, da kann man sich einfach das Bild, seine SVG-Grafik hochladen. Da kann man sich alle Parameter hier an der rechten Seite, die man hat, kann man sich dynamisch einstellen und sehen, ob das Bild noch genauso aussieht wie vorher. Und dann sieht man hier, okay, was habe ich jetzt bespart? Also mit dem kleinen roten Auto hier hat man, das hat man dann reduziert auf 5K, hat 40%, 41% gespart über alles Überflüssige, was das Tool rausgenommen hat. Was gibt die Zukunft? Ja, Zukunft sieht gut aus in dem Sinne. SVG 2 wird jetzt ja, mehr populär. Eine Working Draft gab es in April. SVG 2 hat mehr CSS animierbare. SVG 2 hat zum Beispiel, wie nennt sich's, Accessibility. Das auch besser, dass auch Behinderte, Seh- oder Sehbehinderte besser die Information des Bildes sich anschauen können. Das ist dann schon sehr wichtig. Es wird auch mehr CSS-animierbare Attribute geben, Viewbox, XY, Stroke Alignment, Z-Index und CSS-Variablen. SMIL, ich habe schon ein wenig angerührt, wird ersetzt von CSS-Animations, Animationen, animieren über das Part-Data und Shapes, Synchronation-Triggers, mehr Timing-Functions, ja. Edge, auch schon genannt, entwickeln, keine gute Übersetzung. Also, wir verstehen das trotzdem. Gerne. Fragen, wenn ihr noch Energie habt. Könnt ihr mir auch später anquatschen? Einsteigen zu was? Denn es gibt, ja, zum Zeichnen oder zur Entwicklung oder? Ja, zum Ja, es gibt kein Tool, das sich verhält wie eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, also du kannst auf ITV, was ganz vorne genannt wurde, nachlesen. Und da gibt es auch noch mehr Links nach verschiedenen Seiten. Das Snap-Tool, wenn man die Seite sich aufruft, dann zeigen die schon wieder Tutorials und andere Sachen. Ja. Oder melde mich, wenn du eine Frage hast. Noch wer? War so deutlich, also keine Fragen. Kannst du dir fast nicht vorstellen. Guck mal, das ist noch einmal wieder an. Das wird ja auch gezeichnet. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Komplexität geschuldet. Ja. Dass man jetzt, ja. Seine Synapsen. Ja, es war auch noch eine Masterclass. Das ist eine Stunde gekommen, ne? Genau. Ja. Jo, ich bin noch ein paar Tage hier. Könntest mich anreden. Okay, dann danke ich Ihnen herzlich.